Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Lightroom-Tutorial. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute soll es mal um das Foto gehen, was ich in dem letzten Tutorial erstellt habe, wo es um schlechtes Wetter ging und wie wir trotzdem gute Bilder erstellen können. Und da habe ich ja das Foto von der Siegessäule gemacht. Übrigens, wenn du im Newsletter schon mit drin bist, dann hast du diese Datei auch gerade eben schon zugeschickt bekommen, diese RAW-Datei zum Mitarbeiten. Und das Ganze sieht jetzt hier doch sehr, sehr flau aus. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, wie ich jetzt dieses Bild bearbeite. Ich habe ja im Video gesagt, ich würde da wahrscheinlich auf ein Schwarz-Weiß-Bild gehen. Und das werde ich, denke ich, heute auch mal machen. Und ja, lasst uns einfach mal starten und mal gucken, was so dabei herumkommt. Viel Spaß! So, ich bin jetzt hier in Lightroom drin und gleich im Entwickeln-Modus und ich möchte jetzt erstmal so meinen Standard-Workflow wieder machen. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall die Tiefen aufhellen und die Lichter noch etwas abdunkeln, jeweils so mit plus 75, minus 75. Dann werde ich hier auf jeden Fall mit gedrückter Alt-Taste die Weißwerte wieder setzen, damit wir hier mehr Kontrast in das Bild bekommen. Ich habe jetzt hier rechts an der Seite schon ziemlich krassen Punkt. Das ist hier aber dieses Licht, das werde ich wahrscheinlich noch rausschneiden aus dem Bild, deswegen werde ich jetzt hier drauf gar nicht so achten, sondern eher so, was hier wirklich in der Bildmitte passiert. Und jetzt haben wir hier schon so ein paar weiße Pixel. Super. Das gleiche mache ich jetzt noch mit den Schwarzwerten. Hier werde ich ein Stück weitergehen, um hier einfach noch ein bisschen mehr Tiefe in den Schwarzwerten zu haben. So gefällt mir das schon ganz gut. Und ich denke mal, dass ich bei diesem Bild auch hier wirklich mal ein bisschen die Klarheit noch reinhaue. Also jetzt nicht zu viel natürlich, aber ich denke mal so plus 30 kann das Bild hier schon vertragen, um das Ganze hier von der Struktur und so weiter an der Bildkante noch ein bisschen interessanter zu machen. Gefällt mir so schon ganz gut. Und dann werde ich mal gucken, ich werde insgesamt noch ein bisschen Kontrast reingeben. Ich denke mal so plus 20 sieht ganz gut aus, ja. Also dieses Bild soll auf jeden Fall sehr kontrastreich werden. Gerade in der Schwarz-Weiß-Entwicklung ist es ja wichtig, viel Kontrast drin zu haben. Und ich werde jetzt auch einfach dieses Bild mal hier oben direkt auf Schwarz-Weiß stellen, denn dann braucht man sich um diese Farben hier gar keine Sorgen mehr zu machen. Und jetzt kann ich hier anhand dieses Bildes noch mehr bestimmen, ob hier noch mehr Kontrast rein muss oder nicht. Und ich werde jetzt einfach mal probieren, hier noch mehr Kontrast reinzugeben. Ja, man sollte es natürlich nicht zu doll übertreiben, aber ich denke mal, hier so, ja, ich sag mal, vielleicht plus 40, plus 35. Ich will mal hier so einen Wert von plus 35. Das sollte hier ganz gut passen. So, dann werde ich als nächstes hier mal in die Schwarz-Weiß-Entwicklung von der HSL-Tabelle runtergehen. Jetzt kann ich nämlich hier noch die Helligkeit anpassen von den einzelnen Farbkanälen. Und ich werde mal gucken, ob ich hier ein bisschen was in den Orangewerten noch machen kann, weil ich weiß, dass wir in diesem Bild hier relativ viele Orangewerte drin haben. Und ich denke mal, dass ich die hier, naja, vielleicht noch so ein bisschen nach oben schiebe, nicht zu viel. Ich denke mal, so in dem Bereich sieht das schon ganz gut aus. Okay, perfekt. Dann werde ich auf jeden Fall hier in die Gradationskurve noch reingehen, denn ich möchte hier die Schwarzwerte noch so ein bisschen anheben. Ja? Ich möchte kein reines Schwarz hier in diesem Bild haben, sondern ich möchte, dass die Werte ein bisschen weiter oben abgeschnitten werden. Und das sieht man jetzt hier auch ganz gut in diesem Histogramm. Es gibt jetzt keine Schwarzwerte mehr, das geht nicht mehr bis ganz nach links an die Kante ran, sondern das Ganze wird dann eben vorher so ein bisschen abgeschnitten. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dieser Look. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen einen verwaschenen Look. Und das Gleiche mache ich, glaube ich, auch mit den Weißwerten, so ein ganz bisschen zumindest. Und dann gebe ich insgesamt wieder noch ein bisschen Kontrast hinzu, indem ich hier einfach mal noch zwei Punkte setze, das Ganze hier ein bisschen nach unten ziehe und hier ein bisschen nach oben. Das heißt, ich hebe die Höhen, also die Lichter noch ein bisschen an und die Tiefen setze ich noch ein bisschen weiter herunter. Und dadurch baue ich mir noch ein bisschen mehr Kontrast in dem Bild auf. Perfekt, so gefällt mir das schon ganz gut. Dann werde ich auf jeden Fall das Bild schärfen. Ich gehe mal hier zu 100% in das Bild hinein. Das Bild ist schon sehr gut grundgeschärft aus der Kamera heraus, aber natürlich kann man hier noch ein bisschen nachhelfen mit meinem Wert von 80 und dann zoome ich nochmal aus dem Bild raus, drücke die Alt-Taste und maskiere auf jeden Fall den gesamten Himmel hier aus, denn das ist einfach nur eine weiße Fläche und das braucht man ja dann nicht schärfen. Super, so gefällt mir das schon ganz gut. Ich werde die Profilkorrektur noch aktivieren, die chromatischen Aberrationen entfernen, obwohl davon wahrscheinlich nicht viel zu sehen sein wird und dann werde ich das ganze Bild nicht mit der Upright-Funktion hier bearbeiten, weil das wahrscheinlich komische Ergebnisse hervorrufen wird. Ich probiere es einfach mal aus. Ah, es kippt dann halt einfach weiter nach links, als es eigentlich soll. Und deswegen werde ich das Ganze hier mal wirklich mit dem Crop-Werkzeug selber machen und das ganze Bild hier selbstständig mal drehen, so dass die Treppen, also ich orientiere mich jetzt hier einfach an den Treppenstufen, die sollten ja einigermaßen gerade sein, so dass das hier wirklich dann auch parallel zu diesem System über diesem Grid-System hier verläuft.
So gefällt mir das schon ganz gut. Dann werde ich hier auf jeden Fall rechts und links vielleicht noch die Kanten rausnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das sogar in so einem Instagram-Look. Also wirklich quadratisch das Ganze. Ja, gefällt mir so schon nicht schlecht. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich hier wirklich noch mittig ausrichten, dass die Siegessäule wirklich komplett in der Mitte ist. Ja, wenn ich hiermit fertig bin, bestätige ich das Ganze mit okay. Ich werde vielleicht noch ein kleines bisschen hier oben vom Himmel wegnehmen, dass man da nicht so viel Platz hat. Aber so gefällt mir das hier schon ganz gut. Jetzt ist die Siegessäule auch wirklich mittig und ich drücke hier auf OK und bestätige damit das Ganze. Perfekt. Dann werde ich hier auf jeden Fall noch eine kleine Vignette einbauen, um das ganze Bild so ein bisschen abzuschließen. Ja, vielleicht werde ich den Ausschnitt auch doch noch mal ein bisschen anders wählen. Ich werde doch nochmal hier benutzerdefiniert einstellen und das Ganze doch ein bisschen breiter machen, das Bild. Also doch nicht so in diesem ganz krassen quadratischen Format, sondern doch ein bisschen breiter. Weil ich will so ein bisschen mehr von dem Treppenaufgang noch sehen im Bild. Und das wäre mir jetzt zu doll beschnitten einfach. Ich denke mal, so ist es besser. Die Vignette ist, wie gesagt, auch mit drin. Ich werde jetzt mal von oben hier noch so einen kleinen Verlauf einfügen. Mit gedrückter Shift-Taste ist dieser Verlauf auch wirklich hundertprozentig gerade. Und hier werde ich, habe ich schon eingestellt, weil ich das Bild schon mal bearbeitet habe, hier werde ich auf jeden Fall die Klarheit noch ein bisschen erhöhen, um hier noch so ein paar Details im Himmel rauszukitzeln. Nicht viel, aber so ein paar Details. Und vielleicht so ein ganz bisschen die Belichtung runtersetzen. Aber wirklich nur ein ganz bisschen. Dass man hier oben so ein paar Details im Himmel hat, hier unten ist er dann wirklich komplett weiß. Perfekt. Drücke ich auch wieder auf Fertig und bestätige das Ganze damit. Dann gibt es hier unten noch den Dunst-Entfernregler. Der ist ja erst seit Lightroom CC bzw. Lightroom 6 dabei. Oder ich glaube, der ist sogar erst noch in dem Update gekommen. Also den gibt es vielleicht auch erst, den gibt es vielleicht auch wirklich nur in Lightroom CC. Das weiß ich jetzt gar nicht so hundertprozentig. Aber wer Lightroom CC hat, kann hiermit auch nochmal so ein bisschen mehr Kontrast in das Bild bringen, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt hier. Dann muss ich noch darauf achten, ich habe hier ein paar richtig schöne Sensorflecken drauf. Die werde ich auch noch entfernen hier mit diesem Reparaturpinsel. Werde ich hier einfach ein paar Klicks machen und das Ganze dann ganz easy entfernen. Jetzt sieht das ganze Bild schon sehr gut aus. Ich muss mal gucken, ob ich hier in der Kamerakalibrierung vielleicht noch das Profil ändere. Ich probiere mal Landscape aus, mal gucken, was mir das bringt, ob das überhaupt was bringt. Ja, es wird dadurch noch ein bisschen kontrastreicher. Es gefällt mir echt gut, dieser sehr kontrastreiche Look hier einfach. Und ich denke mal, das lasse ich auch so drin. So, und zu guter Letzt kann man jetzt hier noch ein paar Lichtspots setzen. Das mache ich hier mit dem Radialfilter. Dann kann man hier zum Beispiel einfach, um das ganze Bild noch ein bisschen interessanter zu machen, es ist so eine Art Dodge and Burn, dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Wenn du das noch nicht kennst, dann check das unbedingt mal auf meinem Kanal aus. Also ich möchte hier die Klarheit rausnehmen und dafür etwas Belichtung hinzufügen. Und das Ganze möchte ich in der Maske auch umkehren, sodass wirklich dieser Effekt auch innerhalb des Kreises dann stattfindet. Ja, und so kann ich hier einfach noch ein bisschen das ganze Bild interessanter machen. Ich denke mal, so eine halbe Blendenstufe die Belichtung nach oben setzen. Dann werde ich das Ganze mit dem Rechtsklick noch duplizieren und auch hier nochmal einen hinsetzen. Einfach, um das Bild noch ein bisschen interessanter zu machen. Ja, also dadurch hat man halt sehr viel spannendere Effekte noch. Das Ganze werde ich auch hier nochmal direkt auf die Siegessäule setzen. Ich denke mal, hier sieht das auch ganz gut aus. Und dann drücke ich auch hier wieder auf Fertig. Und ich denke mal, so könnte das Bild schon ganz gut aussehen. So, denke ich mal, passt das Ergebnis. Hier siehst du das Bild jetzt auch nochmal im Vollbildmodus. Ja, das war meine Bearbeitung zu diesem Bild. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, klicke gerne auf Gefällt mir. Kommentier unten, wenn du Fragen hast oder wenn du noch Vorschläge hast für weitere Tutorials. Du siehst ja auch, dass ich jetzt immer mehr Fotografie-Tutorials mache. Das möchte ich unbedingt beibehalten. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Bearbeiten deiner Bilder und beim Fotografieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, nur das Beste für dich. Ciao.